Der Vorhang hebt sich für ein neues Let's Play. Wir befinden uns in der Welt von Miitopia. Einer Welt, in der Mii ein friedliches Zusammenleben genießen können. Oder besser gesagt, konnten. Eines Tages geschah etwas Schreckliches, ohne jede Vorwarnung. Ein riesiger Schatten legte sich über Miitopia. Wenn du schon deinen Kaffee über dein Bild an der Wand schüttest, dann weißt du, es ist ernst. Eine entsetzliche Kreatur stahl die Gesichter einiger unschuldiger Mii. Und als ob das noch nicht genug wäre, passierte etwas völlig Unglaubliches. Die Gesichter tauchten wieder auf. Und zwar auf Monstern. Da stellt sich die Frage nach dem Warum und was soll das? Doch die Rettung naht. Ein argloser Reisender ist auf Wanderschaft. Let's play Markus! Ein schöner, ruhiger Tag. Let's play Markus reist allein und ohne ein bestimmtes Ziel. Hm? Ja, da machst du Auge, ne? Huch! Wo bin ich? Ah! Let's Play Markus erspäht eine Stadt in der Nähe. Nichts wie hin. Willkommen zu Let's Play Miitopia! Das Nintendo Switch Remastered des 2017 erstmals für den Nintendo 3DS veröffentlichten RPG, welches sehr einsteigerfreundlich ist und erst ganz am Ende höhere Ansprüche an den Spieler stellt. Jetzt also in HD, in 16:9, auf einem statt zwei Bildschirme und da bin ich voll dabei. Mein Let's Play zum 3DS-Teil ist zwar erst 4 Jahre her, aber es ist schon 4 Jahre her. Das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Es war wirklich ein sehr wunderbares Abenteuer. Es ist ja ein bisschen, es ist schwer zu sagen, dass es ein Nachfolger des kultigen Tomodachi Life ist. Eher eine Art Ergänzung. Wobei das Miitopia auch nicht gerecht wird. Ich möchte euch nur eins sagen. Ich werde so verdammt oft gefragt. Markus, wann spielst du wieder Tomodachi Life? Und ich antworte immer, wenn Nintendo einen neuen Teil rausbringt. Wenn jetzt Miitopia auf der Switch gut ankommt, dann hebt das die Chancen auf ein neues Tomodachi Life für die Switch beträchtlich. Ja, ein neues, kein Remastered. Die würden Tomodachi Life nicht remastern, die würden Miitopia remastern, aber Tomodachi Life würden die neuer mit vielen Neuerungen und hast du nicht gesehen nochmal rausbringen. Glaubt meinen Worten, die checken das nur mal aus. Einen heftigen Hinweis gibt's jetzt aber auch doch schon, denn erstmals wurde der Mii Maker nochmal überarbeitet. Ja, der Mii Maker war nahezu unverändert, seit er zum ersten Mal auf der Nintendo Wii eingeführt wurde und man seine Miis erstellen konnte. Und seit 2021 hier mit der Switch-Version von Miitopia gibt es da sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Und was zum Beispiel, wie das aussehen kann, das zeige ich euch jetzt. Also nicht lang schnacken. Kommt, wir legen los! Ah, Miitopia. So viele Gesichter. Welche Rolle du mit deinem Mii-Charakter besetzt, bleibt ganz dir überlassen. Und falls dir deine Wahl nicht gefallen sollte, kannst du sie später immer noch ändern.
Also gut, dann lass uns mal ein paar Rollen zuweisen. Die Stadtbewohner, Familien, Liebende. Der hier ist zum Beispiel der Stadtsprecher oder die Grinse-Omi. Das ist das Ekelpaket oder der Bürgermeister. Ich werde die Mies jetzt festlegen. Man kann sie selbst erstellen oder wählen oder empfangen. Deutlich einfacher als früher mit den QR-Codes. Aber lasst euch einfach mal überraschen, was ich mache. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Okay, ich werde dann erstmal fertig. Ihr wisst, ich bin wie immer, ihr kennt mich, voll drin in der Mii-Szene. Aber dieser neue Mii-Maker, das sind ungeahnte Möglichkeiten. Ihr werdet gleich sehen, was für Dimensionen wir uns inzwischen bewegen. Alles klar. Das Dorf anfangs. Ja! Du bist aus Nintendo Land ausgebüxt, habe ich gemerkt. Monita! Stadtsprecher oder Sprecherin? Puh, bisschen langweilig heute. Moment, langsam, ganz langsam. Warum die Aufregung? Ja, das war so. Monstern mit Gesichtern von Leuten? Haha! Du willst mich auf den Arm nehmen. Anfangs ist ein friedlicher Ort. So friedlich, dass es geradezu langweilig ist. Ja, aber... Papyrus, sag du doch auch mal was. Hilf mir. Grinse Omi. Welch wunderbarer Tag. So ein Wetter macht einfach gute Laune, oder? Oh, ein Abenteurer. Warum das lange Gesicht? Freust du dich denn gar nicht über das Wetter? Probier's doch mit einem kleinen Lächeln. Es würde dich glücklich machen und mich auch. Also, er hat das Lächeln drauf. Ich finde, er macht sich als Händler gut. Ja, da haben wir. Kennt ihr die Pinguine aus Madagaskar? Ich fand die so toll. Skipper Kowalski. Private. Aber ich habe sie nicht als Teammitglied genommen. Nur weil die Mies am Ende, weil der Schnabel so weit oben ist, hätten diese ganzen Hüte oder alles als Teammitglieder jetzt permanent drüber und das würde nur blöd aussehen. Deswegen nur eine kleine Nebenrolle hier in Dorf anfangs. Das freche Kind Skipper. Yippie, juhu. Ich bin ein Drache. Rar. Und die Mutter ist Rouge the Bat. Aus den 3D-Sonic-Spielen. Besorgte Mutter Rouge. Hör auf damit, Skipper. Du tust dir noch weh, wenn du so herumhibbelst. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Guckt aber auch schon ganz schön böse. Entschuldigung, Abenteurer. Mein Kind sprüht nur so vor Energie. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Energie muss raus, ne? Sonst schlafen sie nicht artig am Ende des Tages. Und die Turteltäubchen. Ja, Pikmin 3 lässt grüßen Charlie und Brittany. Ihr seid also jetzt ein Couple, ja? Schatzi! Tihi. Du bist echt süß, Brittany! Du bist echt goldig, Charlie! Das ist alles wie ein Traum! Soll ich dich mal zwicken, Tihi? Ja, haben sie doch zueinander gefunden, offensichtlich. Kein Wunder, dass es Charlie wie ein Traum vorkommt. Ah, Gino! Altes Haus! Super Mario RPG, this is a game for you and me. Was ist? Typen wie du verirren sich selten zu uns. Bist du hier zu Besuch oder was? Nein! Na, nach Urlaub siehst du trübe Tasse auch nicht aus. Wie bitte? Oh, der Bürgermeister! Grüß dich! Bürgermeister Wario! Wario! Willkommen, Abenteurer! Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt! Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet, ja? Ja, das habe ich. Anfang ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch der Bürgermeister bin. Huch! Was um alles in der Welt ist das? Wer, wo, was, wie? Was ist das, Mami? Psst, sei ganz leise. Brittany! Charlie! Das kann nichts Gutes heißen. Oh nein, das ist... Ja,
Was das ist, gucken wir jetzt mal. Ich mache. Es ist Graf Knickwitz. Ich bin der dunkle Fürst Knickwitz. Ich werde diese kleine, elende Welt nun in Angst und Schrecken versetzen und verwüsten. Und ich beginne bei euch, ihr Leute von Anfangs. Ich werde euch lehren, was Angst bedeutet. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Nein, Papyrus! Tja, kein Gesicht heißt keine Augen, keine Nasen. Wobei, er hat immer noch eine Nase. Hä? Halb, halb. Aber auch keine Ohren, keine Münder. Stell dich mir unangenehm vor. Um Himmels Willen! Die Gesichter, er hat sie geklaut! Nun gut, das sollte fürs Erste reichen. Jetzt hört gut zu, elende Entstellte. Knickeknack. Ihr werdet ein sprachloses, aber dafür angsterfülltes Leben führen. Und die anderen, die ich diesmal verschont habe. Mich? Seht euch eure armen kleinen Freunde an. Was bleibt für euch? Verzweiflung! Lebt wohl, oder eher lebt in Furcht. Knickety-knack! Graf Knickwitz ist wieder böse. Ihr kennt ihn aus Super Paper Mario, nicht wahr? Das kann nicht sein, so hilf uns doch jemand. Oh je, Mine. Mario ist ganz außer Gino, ich meine, vielleicht geschieht's ihm recht. Oh nein. Das schöne Gesicht von Brittany. Oh nein! Jetzt kann sie mir nichts mehr ins Ohr säuseln. Naja. Aber Rouges Kind. Skipper, mein armes Mäuschen. Kowalski. Keine Panik, keine Panik, keine Panik! Oh, Abenteurer! Ich flehe dich an, bitte! Bitte hilf meinem armen Skipper! Nö. Ich hab wohl zu viel verlangt, tut mir leid! Skipper, was soll jetzt nur aus dem werden? Er ist doch noch da! Es geht schlimmer, oder? Es geht immer noch schlimmer! Mein armes Mäuschen, keine Panik! Man kann übrigens permanent vorspulen, wenn man B drückt, egal in welcher Situation. Das ist interessant. Oh, vielen, vielen Dank. Ah. Bitte nimm das hier. Dieses alte Familienstück bringt Glück. Reimt sich sogar und es war, sagt mein Nachbar. Hurra, antikes Amulett erhalten. Ich habe so eine dunkle Vorahnung, dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist. Alles dunkel bei dir. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Du hast die Quest der Mutter angenommen. Wir wissen noch nicht, wo sich das hin entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt. Ja, Pyrus ist auch außer sich. Wie soll er denn jetzt... Und Monita sieht ganz anders aus. Also gut, außerhalb der Stadt habt ihr gesagt, ja? Wir gucken, ob wir dem kleinen Skipper helfen können. Doch treffen Graf Knickwitz. Da will wohl jemand den großen Helden spielen. Gib das Gesicht von Skipper zurück. Meinst du vielleicht das hier? Warum nicht? Nur eine klitzekleine Bedingung. Den hier musst du erst besiegen. Ein Stück Klibber. Ih, das sieht ja wirklich nicht mehr schön aus. Man sieht sich, falls du überlebst. Knickety-knack. Was soll ich nur machen?
Ein Popel attackiert mich, oh nein! Das antike Amulett leuchtet. Es scheint auch zu sprechen. Let's play Markus. Let's play Markus, kannst du mich hören? Nö. Natürlich kannst du mich hören. Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst, der über alles herrscht. Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich dir zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Nein. Wie bitte? Du beliebst wohl zu scherzen. Horst, der über alles herrscht, darf dich nicht im Stich lassen. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horst wird dir helfen. Hau ruck! Die Macht des Horst. Volume 1. Du kannst eine Klasse wählen. Die Macht der Klassen. Klassen bieten spezifische Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern. Such dir jetzt eine Klasse aus, die dir zusagt. Klassen legen deine Rolle im Kampf fest. Manche eignen sich besser für den Kampf, andere eher für das Heilen. Für jede Klasse gibt es spezifische Waffen und Kleidungsstücke. Natürlich können Aussehen und Kleidung jederzeit angepasst werden. Und nun viel Spaß bei der Klassenwahl. Wir haben erstmal 6 zur Auswahl, kein Geheimnis, später kommen noch mehr. Zum Beispiel der Krieger, schwingt das Schwert, kennt sich gut in Angriff und Verteidigung aus. Magier, verursacht mit mächtiger Magie verheerende Schäden beim Gegner. Priester, idealer Unterstützer, kümmert sich mit göttlicher Magie um Verletzte im Team. Dieb, flink wie der Wind, mit Techniken, die den Feind in Verwirrung stürzen. Popstar, männlich oder weiblich, rüttelt das Team mit seiner Energie auf und vereint es mit hinreißendem Gesang. Wir gucken uns mal die zweite Variante an. Und wir hätten noch den Koch. Kocht gesund und schlägt hart mit der Pfanne zu. Ein Helfer mit harten Hieben. Ich finde, das steht mir. Mir steht ja fast alles hiervon. Aber traditionsgemäß werde ich erstmal das Schwert schwingen und starte als Krieger. Ja, die Klasse kann man später nochmal ändern. Let's Play Markus wurde zum Krieger. Wollten Sie nicht Ritter sagen? Weil ich nicht reite? Wobei die Sache mit den Pferden, lassen wir noch unerwähnt. Hoppla, nicht schlecht. Hohoho. So bist du gegen die Monster des dunklen Fürsten gut gewappnet. Jetzt kämpfe, Let's Play Markus. Zeig, was du kannst. Oh, lieber nicht, ne? Dann sehen alle, dass ich gar nichts drauf hab. Außer Zahnbelag. Wabbel hier nicht so herum, es wird dir nichts helfen. Aber Versuch macht klug. Mini-Skipper-Schleim. Na, komm mal ran hier. Autsch. Ja, super einfaches RPG, wie erwähnt. Ihr seht die KP-Leiste, Magie-Leiste, die ich hiermit nicht groß benutze mit physischen Angriffen. Wir stecken Schaden ein, rundenbasierend, abwechselnd. Es wird natürlich noch ein bisschen komplexer, aber Probleme sollte das vor niemanden stellen. Yippie! Immer die kritische Augenbraue. Kowalski! So viel dazu. Gibt doch fast ein Level-Up, aber was zum Essen. Schleim-Jelly. Warum nicht gleich Wackelpudding? Weil es aus dem Schleim besteht, den wir gerade besiegt haben? Sehr gut gemacht, Let's Play Markus. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein. Hohoho, das läuft doch ganz gut. Jetzt kehre zur Stadt anfangs zurück. Jawolski. Gerettete Gesichter kehren zu den Personen zurück, zu denen sie gehören. Ganz automatisch. Das ist sehr praktisch. Zeig dich nicht von hinten. Ich muss sagen, so vom Körperbau, aber ja gut. Ich fand es trotzdem sehr lustig. Ui, das kitzelt. Private? Hurra, ich bin zurück. Skipper, oh, was für ein Glück.
Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht es gut. Oh, was für eine Erleichterung. Die besorgte Mutter Rouge. Vielen Dank, gütiger Abenteurer. Bitte nimm dieses Geschenk als Dankeschön. Geld! Gleich 200 davon. Inflation oder was? Hohoho. Wunderbar, einfach nur wunderbar. So kann es weitergehen, Let's Play Markus. Ich hab dich enttarnt, du bist Professor Eich. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Du weißt, was der dunkle Fürst Knickwitz getan hat. Es war eine riesige Schweinerei, um es milde auszudrücken. Deshalb komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen. Besiege Graf Knickwitz und rette diese Welt. Alles klar, machst du das für mich? Nee. Die Frage war nur rhetorisch. Du bist das Gesicht. Du bist mir auch schuldig. Ich habe dich vor diesem Monster gerettet. Deine neue Kraft sollte dir im Kampf gegen Knickwitz helfen. Jetzt jage den dunklen Fürsten, Krieger, Let's Play Markus. Ich erwarte große Dinge von dir. Hohoho, dich selbst, Mann. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Yippie, juhu, ich bin ein dunkler Fürst. Gib mir dein Gesicht. Skipper, benimm dich. Sonst klaut der dunkle Fürst dein Gesicht nochmal. Aber wir müssen wohl den anderen auch noch helfen. Und deswegen werden wir das tun. Und zwar im nächsten Part. Wähle ein Mii für jeden Reisenden. Na, das werde ich tun, Freunde, das werde ich tun. Aber wie erwähnt, Freunde, hier, die tauchen immer mal wieder auf. Wanderfotograf, der Quizfreak, der Briefträger, der Reisegourmet und der Nintendo-Fan. Doch welche Rollen verheimliche ich euch, bis es soweit ist? Ich hab nämlich eine Heidengaudi, diese Mies rauszusuchen. Ernsthaft. Ja, dann sehen wir uns im zweiten Part wieder. Ich hoffe, der Auftakt verspricht euch ein kleines bisschen was. Ob ihr das Spiel schon kanntet oder nicht, es wird lustig. Es wird lustig. Ich freue mich, wenn ihr am Ball bleibt und dabei seid. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren. Also bis zum nächsten Mal und ich freue mich drauf. Bis dann und ciao!